Im Helios-Klinikum wurde am Montag zum ersten Mal das System der digitalen Patientenakte genutzt. Dazu hatte Geschäftsführer Jan Jakobitz ein Medientreffen arrangiert. Dabei sagte er zum Projekt: Wir haben in der Vorschau bereits die ersten Schulungen absolviert im Haus, wo Ärzte als auch pflegerisches Personal in die elektronische Patientenakte eingewiesen wurde und wir praktisch in das Thema eingestiegen sind. Und mit dem heutigen Termin wollen wir das Scharfschalten auf der Station einmal öffentlich begehen. Und von daher freue ich mich, dass Sie hier sind und wir den Start für einen doch deutlichen Umbruch im Haus gemeinsam begehen können. Weg von der Papierakte hin perspektivisch zur digitalen Patientenakte und wenn möglich auch zur papierlosen Akte, was dann das Ziel für die Zukunft ist, sage ich mal, alles digital abbilden zu können und dann auch hier im Haus alles in digitaler Form vorrätig zu haben. Zunächst wird in der Klinik für Innere Medizin 1 mit dem neuen System gearbeitet, um Erfahrungen sammeln zu können. Diese würden dann in weitere Verbesserungen und Fixes einfließen. In weiteren Schritten kommen dann alle anderen Kliniken hinzu. Denn die Vorteile liegen auf der Hand, sagt IT-Spezialist Frank Hasse. Ein großer Vorteil ist natürlich, dass jetzt im Moment jederzeit möglich ist, für alle an der Behandlung des Patienten beteiligten Personen von überall, von unseren PCs im Haus, Zugriff auf die Patientenakte zu haben, an alle Daten herankommt, ob das Vitalwerte sind, ob das Labordaten sind oder eben auch Medikationsdaten. Die Verfügbarkeit ist also hier ein Riesenvorteil. Weiterer Punkt in der Patientenakte ist ja auch die E-Medikation, die wir gleichzeitig mit einführen, die zur Patientengruppe mit dazugehört. Auch hier haben wir eine Echtzeitprüfung für Überdosierung, für Wechselwirkungen, auch Wechselwirkungen gegenüber Kreuzallergien. Wir prüfen auch Kreuzallergien und wir prüfen auch Überdosierungen. Können wir alles in Echtzeit machen und ist natürlich damit auch ein wahnsinniger Vorteil in der Arzneimitteltherapie, dass hier eine große Sicherheit entsteht für den Patienten. Somit können also auch Fehler vermieden werden. Positiv sieht das Verfahren auch Dr. Thomas Ketteler, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin 1. Als Supervisor begleitet er das Projekt aus Sicht der ärztlichen Anwenderseite. Er habe sich auch darauf eingestellt, das System ausgiebig im Klinikalltag zu testen und noch auftretende Probleme gemeinsam mit der IT zu lösen. Ich persönlich glaube und sehe daran, dass das eine große Chance ist. Insbesondere die letzten zwei Corona-Jahre haben uns ja nochmal gezeigt, dass wir in Deutschland einen absoluten digitalen Nachholbedarf haben. Und die elektronische Patientenakte als digitales Medium ist im Prinzip der konsequente logische nächste Schritt, den wir gehen müssen. Wir haben ja Teile unserer bisherigen Anwendungen bei Patientenuntersuchungen ja bereits digital vorliegen, aber große Teile der Behandlungsschritte finden nach wie vor analog statt und halt auf Papier oder auf anderen ausgedruckten Medien, die teilweise auch in verschiedenen Bereichen abgelegt sind. Mit der elektronischen Patientenakte haben wir jetzt erstmalig den Vorteil, dass wir quasi alle Informationen, die wir von den Patienten erhalten, heißt angefangen von den sogenannten Vitalparametern wie Blutdruck, Puls, Temperatur, Sauerstoffsättigung, über andere Messdaten, Untersuchungsergebnisse und aber auch Informationsweitergabe zwischen Ärzten und Pflegern, alles in einem Medium zu vereinen, sodass tatsächlich jeder, der an der Behandlung eines Patienten beteiligt ist, im Prinzip über die gleiche Oberfläche an alle Informationen gelangt, die er braucht. Auf der anderen Seite, auch das sei bekannt, gäbe es natürlich auch Vorbehalte. Einer dieser Vorbehalte sei vor allem der Arbeitsaufwand, die man für das Learning, die Einarbeitungsphase braucht. Es werde sicherlich einige Wochen oder sogar Monate dauern, sehr viele digitale Schritte neu zu erlernen. Er gehe aber davon aus, dass die allermeisten Kollegen im Laufe der Zeit erkennen werden, dass dieses System große Vorteile hat. Vorbei sei dann auch die Zeit der unleserlichen Handschriften, manchmal fehlender Zuordnung in den Akten und der Mehrfacherhebung von Daten, die sehr zeitaufwendig ist. Versüßt wurde dem Personal der Start der elektronischen Patientenakte in der Klinik aber auch. Mit einer Digital Cake Box. So richtig was fürs Herz eben.